Ne, hier sieht man das auch. Hier wird schon Wasser aus den Häusern, aus den Straßen rausgepumpt hier. Also absolute Katastrophe hier auch. Der Ping River hier, der ist so hoch, der tritt hier übers Ufer rüber. Ja, die Leute versuchen hier mit einer Pumpe das hier wieder wegzupumpen, das Wasser. Aber es ist natürlich ein Kampf gegen die Windmühle. Ne? So, Regenzeit in Chiang Mai mit dem Hochwasser. Also einige Straßen sind überflutet. Darum geht es in dem heutigen Video. Ich zeige euch mal die betroffenen Orte hier in der Stadt Chiang Mai. Also es bleibt spannend, bleibt dran. So, hier sieht man auch am Flussufer, ne, da stehen so ein paar Hütten, wo Leute natürlich drin wohnen oder gewohnt haben. Und das hat alles unterspült und ist jetzt natürlich auch weggebrochen. Aber das ist schon ein ziemliches Ausmaß hier. Also der Fluss hat dieses Jahr wirklich extrem viel Wasser. So, man kann hier auch sehen, wie braun das ganze Wasser ist. Das kommt natürlich dadurch, dass eben alles aufgewühlt wurde und vom Ufer eben der Schlamm jetzt mitgetragen wird oder mitgerissen wird. Und dadurch sieht das natürlich wirklich ganz, ganz schmutzig und braun aus, dieses Wasser. Ne? So, hier ist die Chiang Mai Innenstadt. Also das ist jetzt hier in der Nähe von dem Night Bazaar. Und wie ihr sehen könnt, ist hier also auch reichlich an Wasser. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter, dass man das mal sehen kann hier. Dass hier also schon noch ordentlich Wasser steht, ne? Also mitten in der Innenstadt. So, ja, hier sieht man das nochmal, also ganz deutlich überflutet hier. Ja, hier drüben sind noch die Leute im Gang und sichern ihre Läden ab mit Sandsäcken. Ja, so weit wie es eben geht, ne? Das ist natürlich nicht einfach, muss man sagen, ja, hier. Ne? Moped hier durch das Wasser. Ja, das wird teilweise hier auch in die Geschäfte reingelaufen. Guck mal, wie viel Sandsäcke der hier vorhat. Zeigt. Ja, die haben alle zu. Hier, ne? Das ist ja unglaublich, ja. Ne? Richtig gestapelt, er hier links auch. Geschäftsausfall. Ja. Und die Angestellten kriegen keinen Lohn. Ja, das kommt noch dazu, ne? Das kommt noch dazu. Aber das ist schon richtig viel Wasser hier, Donnerwetter. Das mitten in Chiang Mai. Oh hier, guck mal, hier ist hier die Putzen auch machen sauber. Eieieiei. Aber nicht nur ein bisschen, ist ja die komplette Straße, so weit du gucken kannst. Ein paar Kilometer ist hier komplett unter Wasser, Mensch. Guck mal hier, die kommen mit dem Moped gar nicht mehr weiter. Ja. Halt mal drauf hier. Ja. Guck mal. Ja. Also es wird langsam zu tief für die Mopeds. Ich würde mal sagen, der ist schon leicht abgesoffen hier. Aber hier, guck mal. Ich hab den hier. Da geht also nichts mehr. Da ist der Motor schon unter Wasser. Also ich denke mal, das war's wohl mit dem Moped erstmal. Oh je, ja, das ist natürlich echt Katastrophe. Aber guck mal, das wird immer tiefer hier. Die hier vor uns ja auch, ne? Ja, du hast Glück, dass du eine extra Erhöhung hast. Ja, ja. Komm, ich fahr mal vorbei. Need help? Ha? Huh? That's not working. It's water inside, I think so. It's water inside, not working. Oh! Oh, 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 okay. Ist auch aus. Nee, das hat weiter. Oh, nee, 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 tatsächlich. Wow, 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 wow. Das ist ja unglaublich. Also hier ist ja, oh, guck mal hier, die ganzen Nebenstraßen, alles voll und nicht nur ein bisschen. Was schätzt du? 50 cm bestimmt hier, oder? Ja, bestimmt, ja. 50 cm Wasser bestimmt, ne? Ja. Wir haben Glück heute, wir fahren nicht mit dem Boot, sondern mit einem Pickup. Damit kommt man hier durch. Also mit einem normalen Auto ist bestimmt auch etwas kritisch hier, würde ich sagen. Ne? Hier, guck mal, was machen die beiden hier? Wollen die über die Straße gehen oder was? Wäsche waschen. Wäsche waschen, in dem Dreckwasser, ja? Ah, ja, ja, ja. Ah, okay. Oh, hier, der Hund badet hier auf der Seite. Gottes Willen. Also hier geht ja nichts mehr, ne? Also das ist schon hier echt ein ordentlicher Schaden. Ach, hier ist der Astra Sky River, das Hotel hier. Halt mal drauf, Robert. Das ist übrigens das Hotel, wo auch oben auf dem Dach der Infinity Pool ist, ne? Wo man baden kann. Aber da, die haben es eigentlich, guck mal, die liegen ein bisschen höher. Die haben es noch nicht wirklich getroffen hier. Das sieht trocken aus dort.
Können wir nur hoffen, dass wir nicht unter Wasser noch in offenen Gulli reinfahren oder sowas hier. Das weiß man nie, was unter der Wasseroberfläche ja, ist. Das fehlt jetzt auch noch, ne? Oh, da vorne wird es wieder besser. Ja, hier hört es jetzt langsam auf. Hier die hier auch rechts. Auch schon alles nach oben gestellt, sauber machen. Das heißt also, das Wasser war da auch schon wahrscheinlich drin, ne? Sieht so aus, als ob es gerade wieder leicht zurückgeht, das Wasser hier. Was machen die denn hier? Ein Dinner oder was machen die hier? Nee, langweilig, alles kaputt. Haben aufgegeben wahrscheinlich, ne? Oh, guck mal hier, jetzt fängt es wieder. Oh, guck mal, der LKW da hinten, der sinkt gleich total. Geht der unter. Geht wieder los. Ist wieder, jetzt wird das Wasser wieder tiefer hier. Oh, hier sind wir jetzt richtig tief. Ach, die armen Leute, guck dir mal hier, ist alles abgesoffen. Scheiße. Also hier ist dicke 50 cm, wenn das reicht. Dann nachher saufen wir noch ab hier gleich. Vielleicht sollten wir lieber umdrehen. Mal den Pölzen nicht an die Wand. Vielleicht drehen wir besser um. Ja, guck mal, das wird immer schlimmer. Ich drehe um, das wird mir hier zu riskant. Das wird da hinten immer mehr Wasser. Wir haben genug gesehen. Also so sieht Chiang Mai aus jetzt, ne? Ja, mitten in der Innenstadt ist natürlich echt Katastrophe. Und wenn man bedenkt, dass das Wasser vielleicht noch höher war, was jetzt man hier an den Sandsäcken und an den Läden sehen kann, dann ist das ja echt eine totale Katastrophe. Straßenweise, das ist natürlich nicht in Gesamt-Chiang Mai so, aber das ist schon wirklich eine ganze Menge hier, was hier auch kaputt gegangen ist. Ne? Also wenn man sich den Schaden mal hier vorstellt, das ist ja unglaublich. Ne? Das wird wieder einige Tage dauern oder einige Wochen dauern, bis das, die Leute wieder hier normal arbeiten können oder bis hier ja, Betrieb auf der Straße wieder aufgenommen werden kann. Ne? So, also die Innenstadt hat es ganz schön hart getroffen hier. Das hört einfach nicht mehr auf hier. Das ist schon echt extrem. Guck mal hier, links haben sie auch wieder Please Slow, ne? Damit die hier nicht das ganze Wasser wieder reinschwappt, wenn die hier lang rauscht mit dem Auto wie verrückt. Ne? Ja. Da verursachst du hier echt richtige Wellen, so wie mit, ja, wie mit dem Schiff so bald, kann man sagen. Ne? Hier der hier zum Beispiel fährt viel zu schnell mit seinen. Ja, die Leute, die hier jetzt ihre Geschäfte haben, die sind natürlich echt angeschmiert. Ne? Haufen Schaden, kein Umsatz mehr, kommt kein Geld rein. Das passiert alle 30, 40 Jahre. Ja, und noch ein Haufen Arbeit dazu, alles sauber machen, trocklegen. Ja. Und wer weiß, wie hoch die Schäden sind. Ne? Das siehst du ja erst dann noch etwas später, ne? 2 Wochen später, wenn das Wasser weg ist. Ne? Dann kannst du erst mal gucken, was da alles für Schäden noch vielleicht sind, ne? Auch am Gebäude. So, auch hier in Chiang Mai am Shangri-La Hotel. So, hier kann man das sehen. Ja gut, das ist ein bisschen höher gelegen, da geht das Wasser nicht hoch. Aber ja, gerade so bis zur Einfahrt und dann hört das Wasser auf. Ja, ist der Nächste, der zum Hotel will hier. Can swim hier, ne? Ja. Not so deep? 10 cm? Ja, okay. Yeah. Ja. Ja, so 10 cm tief hier. Die Polizei fährt natürlich auch Streife hier, ne? Um zu gucken, ob irgendwo einer in Not ist. Ja, hier gibt es also reichlich zu tun. Rechtliche Retter sind hier auch unterwegs, um eben die abgesoffenen Läden hier im Prinzip noch ein bisschen zu retten, ne? Ja, der Schaden ist wahrscheinlich wirklich relativ hoch dieses Jahr hier. So, hier ist noch eine andere Stelle von dem Ping River. Und zwar hier bei der Iron Bridge. Hier sieht man mal, dass das Wasser fast bis an die Brücke unten drunter ranreicht. Also dieser Ping River ist extrem voll. Der Wasserstand ist super hoch. So, gucken wir uns das mal von der Brücke aus an. Also man muss normalerweise tief runter gucken, damit man den Wasserspiegel überhaupt sieht. Aber hier, das Ding ist also randvoll. Hier, die ganze Uferböschung hier ist weg. Da drüben, da hinten die Restaurants. Normalerweise kann man bei diesem Restaurant da hinten, was man da sieht, noch weiter runter gehen zum Flussufer. Und da sind noch Tische, die sind alle komplett weg. Die kann man überhaupt nicht mehr sehen. Hier, bei diesem da hinten auch. Also absolute Katastrophe hier auch. Der Ping River hier, der ist so hoch, der tritt hier übers Ufer rüber. Ja, die Leute versuchen hier mit einer Pumpe das hier wieder wegzupumpen, das Wasser. Aber es ist natürlich ein Kampf gegen die Windmühle. Ne? Ja,
können ja nicht einen ganzen Fluss leer pumpen. Also wird das nicht so viel bringen, würde ich sagen. Aber hier, ne, hier ist der ganze Schlamm schon, was der Fluss eben mitgebracht hat. Unglaubliche Zerstörung hier. Ja. So, hier hört man die Pumpe steht da. Aber gut, ne? Was soll das bringen, würde ich sagen. Ne? Keine Ahnung, wahrscheinlich erstmal nicht so viel, um das ganze Wasser hier wieder zurückzudrücken. Ist wahrscheinlich eher aussichtslos. Ne? So, überall wird versucht, das Wasser hier in den Griff zu kriegen. Aber bei den Massen wird das eher wohl ein schwieriges Unterfangen werden. Ne? Hier sieht man das auch. Hier wird schon Wasser aus den Häusern, aus den Straßen rausgepumpt hier. Wie man hier sehen kann. Ne? Guck mal da, von da. Es kommt da hinten aus dem Haus raus. Ja. Haufenweise Sandsäcke. Wird ja auch so viel Müll mit angeschwemmt von dem Fluss. Ne? Die ganzen Baumreste und so weiter. Das kommt ja auch noch alles mit. Also das ist schon wirklich extrem. Ne? Ja, lustig ist natürlich anders. Da kann man den Leuten hier wirklich nur alles Gute wünschen und hoffen, dass das alles gut geht und vor allen Dingen, dass hier auch niemand verletzt wird halt bei der ganzen Sache. Ne? Weil so viel Wasser könnte natürlich auch schon für den einen oder anderen gefährlich werden. Ne? So, hier sieht man das. Also der Zaping River, der hat das gleiche Niveau nun genauso hoch wie die Straße. So, ist ja kein Wunder, ne? Dass der dann hier halt über die Ufer tritt. Also das ist schon wirklich sehr viel Wasser. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Pegel angestiegen ist hier. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Aber ich denke mal, dass das 5-6 Meter garantiert sind, wie der Wasserspiegel von dem Fluss angestiegen ist. So, das war heute das Video über die Überschwemmung oder Überflutung hier in Chiang Mai. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen habt, was hier alles los ist. Und nicht vergessen, liken, kommentieren und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye bye, ciao, ciao.